Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte dir, bevor ich anfange, bevor wir zusammen ins Wort einsteigen, möchte ich dir nochmal die Gelegenheit geben, kurz den Herrn zu bitten, zu dir zu sprechen. Weil das Wort sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und deswegen wollen wir den Herrn bitten, dass er zu uns spricht jetzt, zu jedem Einzelnen. Amen. Das ist nämlich ein Gebet, was der Herr gerne beantworten wird und was der Herr uns gerne erfüllen wird, nämlich zu uns zu sprechen. Okay. Heute soll es um ein Thema geben, was essentiell ist fürs Christsein. Wir alle wollen Jesus nachfolgen, alle, die wir wiedergeboren sind, wollen wir Jesus nachfolgen und nennen uns dementsprechend auch Nachfolger Christi. Und Jesus definiert ganz klar in seinem Wort, was die Voraussetzungen sind für neutestamentliche Nachfolge. Und er geht darauf sogar, es ist interessant, dass die Bibel es für oder dass Gott es für nötig erachtet, das Ganze dreimal in die Bibel reinzuschreiben. An drei verschiedenen Stellen sehen wir parallel in der Bibel, wo im Markus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 34, im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 23 und das, was ich vorlesen will, Matthäus 16, 24 bis 26, steht es parallel drin. Also allen drei, die das Evangelium geschrieben haben oder die ein Evangelium geschrieben haben, allen drei wurde das wichtig. So will ich dir jetzt mal vorlesen, um was es gehen wird. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Und das Interessante, finde ich, an der Bibelstelle ist, dass uns allen irgendwie immer so, dass das auf dem Herzen ist, ja, Nachfolge, das heißt, das Kreuz auf sich zu nehmen. Aber ich persönlich habe mich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt, was Jesus eigentlich als allererstes sagt vor der Nachfolge, bevor wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Ist es nämlich nicht, unser Kreuz auf sich zu nehmen, sondern er sagt, der verleugne sich selbst. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen, um Selbstverleugnung. Vielleicht nicht nach dem beliebtesten Thema, oder vielleicht das Thema, was am besten jetzt ankommt oder so. Aber wenn Jesus das als allererstes sagt, wenn das das essentiell ist, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, ohne das geht es nicht, dann muss es auf unserem Herzen sein, okay, wie kommen wir da rein? Wie können wir einen Lebensstil der Selbstverleugnung leben? Und was ist Selbstverleugnung überhaupt? Und Selbstverleugnung, wenn wir das als erstes mal hören, das klingt nach einem sehr abstrakten Begriff. Irgendwas, was man nicht wirklich gut packen kann. Und wenn man Selbstverleugnung hört, kann es auch sein, dass man da so ein bisschen an ein paar Vorurteile denken muss. Irgendwie an, ja, Selbstquälerei, sich selbst zu drosseln oder sowas, sich selbst schwere Lasten aufzulegen oder irgendwie sowas, ne? Die dann besonders fromm oder besonders christlich aussehen. Aber Selbstverleugnung ist keine Selbstquälerei, darum geht es nicht. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns selbst Lasten auflegen, die der Herr uns gar nicht auflegt. Weil zum einen, es sind Lasten, die uns der Herr auflegt. Aber Jesus sagt auch, mein Joch ist leicht. Ja? Und was bedeutet jetzt diese Selbstverleugnung? Was heißt es, sich selbst zu verleugnen?
Ich habe das Ganze mal im Duden, wie so oft, mal im Duden nachgeschaut, was der Duden über Selbstverleugnung sagt. Er verweist da nur auf ein anderes Wort, also was dieses Wort erklären soll, und zwar das Wort Selbstentäußerung. Und im Wort Selbstentäußerung, das bedeutet, ich will es mal vorlesen, gänzliches Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse, Wünsche oder ähnliches zugunsten eines bzw. einer anderen oder einer Sache. Das bedeutet, das Zurückstellen meiner eigenen Wünsche, das Zurückstellen meiner eigenen Befindlichkeiten, das Zurückstellen meines Ichs zugunsten einer bestimmten Person, zugunsten von Jesus. Und wenn wir jetzt dann noch weiter ins Wort reinschauen, dann ist das ein Prinzip, was nicht nur hier Anwendung findet, sondern auch in anderen Bibelstellen. Und zwar, dass die Jünger Jesu nicht mehr ihr Ich als maßgebend nehmen sollen, von was sie sich prägen lassen, von was ihre Handlungen gestaltet werden. Es ist nicht mehr ihr eigenes Ich, nicht mehr ich will, sondern das Wort des Herrn sagt ja auch, dass die Beschneidung, die wir jetzt haben, nicht am Äußeren ist, sondern am Inneren. Und dass unser Herz beschnitten wurde. Und unser Herz, das ist ja das, was in der Bekehrung auch oder in der Umkehr passiert ist, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Also nicht mehr mein Ich will, sondern was will er? Dass das maßgeblich wird für das, was oder wie ich handle. Und da können wir eine andere Bibelstelle nämlich noch hinzuziehen. Und das war Galater 2, Vers 20. Und hier schreibt Paulus, glaube ich, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was ist hier gemeint mit mein Ich bin ist gekreuzigt? Was ist das? Das ist mein alter Mensch. Was hat meinen alten Menschen ausgezeichnet? Meinen alten Menschen hat ausgezeichnet, dass ich nur gelebt habe nach meiner Lust. Was macht mir Spaß? Was ist jetzt, was bringt mir jetzt den größten Lustvorteil ein? Kurz- oder langfristig? Ja, nur ich drehe mich um mich selbst. Und selbst unsere besten Taten, die wir vielleicht tun, wenn wir irgendwas spenden oder sowas, sind doch nicht so selbstlos, wie sie vielleicht ausschauen mögen. Aber vielleicht steckt dann doch dahinter, ja, schau, und dann sehen mich die Menschen, oh, das ist ja toll, wie zum Beispiel so Leute auf YouTube, die sie dann dabei filmen, irgendwelchen Obdachlosen Essen zu geben, damit dann die Leute sie bejubeln. So selbstlos sind wir nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Es geht immer nur um Ich will, Selbstverwirklichung. Ich will mich selbst verwirklichen, das ist also das höchste Gut irgendwie heute in der Welt, ne? Mich selbst zu verwirklichen. Ich will. Aber hier schreibt Paulus, dass für den Jünger Jesu maßgeblich ist, und das ist auch nicht ohne das geht, dass ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein Ich will hängt schon am Kreuz. Das habe ich schon abgegeben. Und Jesus sagt davor, um uns nochmal auf die andere Bibelstelle zu beziehen, sagt er, der sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und meine Bibel sagt dazu als Erklärung noch, mein seelisches Eigenleben. Also wer sein seelisches Eigenleben retten will, der wird es verlieren. Also wer retten will, dass ich immer noch meinen Bedürfnissen hinterher renne, dass ich immer noch, was will ich, was tut mir jetzt am besten hinterherlauf, dann werde ich dieses Leben verlieren. Wenn ich aber mein Leben verliere, um seinetwillen, dann werde ich das Leben gewinnen. Und unsere Identität, das ist auch das, was das Wort sagt. Wer sind die Söhne Gottes? Ja? Heißt ja immer, ja, wir sind alle Kinder Gottes. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Das heißt, die Bibel sagt, allen aber, die Jesus aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Und was sagt die Bibel über die, die nicht Kinder Gottes sind? Das sind Kinder Satans. Und über die Söhne Gottes ist dann gesagt, sie tun oder sie werden vom Geist geleitet und sie wollen tun, was ihr Vater will. Genauso wie Jesus zu den Pharisäern sagt, ihr seid Kinder Satans, weil ihr wollt das tun, was euer Vater tun will. So, wenn wir Kinder Gottes sind, dann wollen wir tun, was der Vater tut. Und die Bibel sagt ja auch, das Bestreben des Sohnes ist, den Vater zu ehren. Ist der Vater, ich fand es klasse, dass der Vater heute gesagt hat, weil die Faust aufs Auge passt. Das Bestreben des Sohnes und auch der Tochter, also lass sie nicht irritieren, wenn ich nur von Söhnen spreche. Das hat nichts damit zu tun, dass Frauen da nicht mit einberechnet sind, sondern die Bibel spricht davon, dass Männer und Frauen beide eine Sohnesstellung vor dem Herrn haben.
Es hat nichts damit zu tun, dass jetzt hier irgendwie Frauen benachteiligt werden, sondern es ist die Sohnestellung vor dem Herrn, die wir alle haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Geschwister, die Zeiten werden nicht besser werden. Das ist dem einen oder anderen wahrscheinlich schon aufgefallen und die Bibel gibt uns Verheißungen dafür. Zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Also nicht, die können Verfolgung leiden oder es könnte sein, dass sie Verfolgung leiden, sondern sie müssen Verfolgung leiden. Und Jesus sagt es noch ganz krasser, wie sie mich gehasst haben, so werden sie euch hassen. Amen. Der Schüler ist nicht höher als der Meister, so die, sie werden uns hassen. Ich stelle die Frage, ja, warum hasst mich heute noch keiner, warum muss ich noch keine Verfolgung leiden? Da habe ich halt mal gesagt, versuch's mal mit gottselig leben. Und ich denke, das ist nicht das Grundgesetz, was wir in Deutschland haben, der Punkt ist, warum wir in Deutschland noch keine Verfolgung haben, sondern in großen Teilen, also wenn ich von mir spreche, großen Teils meine Lauheit und meine Unbestimmtheit das ist, was mich noch vor Verfolgung schützt. Ja? Aber es ist uns verheißen, dass wir, wenn wir gottselig leben wollen, wenn wir am Ende den Kampfpreis haben wollen, dass wir Verfolgung leiden müssen. So, es heißt, nicht wie gehen wir der Verfolgung aus dem Weg, sondern wie kommen wir da durch die Verfolgung? Wie kommen wir da siegreich durch? Und Geschwister, kein Weg führt an Selbstverleugnung vorbei. Da führt kein Weg dran vorbei. Wie wir es später auch noch sehen werden. Und wie es der Fabio heute auch schon in der Einleitung gesagt hat, Selbstverleugnung ist, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Befindlichkeiten, wie ich mich jetzt im Moment fühle, ja, ich fühle mich halt nicht danach, jetzt Lobpreis zu machen. So wird es nicht funktionieren. Du wirst an Stellen in deinem Leben kommen, da fühlst du dich alles andere als danach, den Herrn anzubeten. Und dennoch sagt David, ich will dich jeden Tag meines Lebens loben. Und David hatte Tage in seinem Leben, da war er mit Sicherheit nicht dazu, den Herrn anzubeten. Trotzdem hat er es getan. Und es funktioniert nicht, wenn wir auf unsere eigenen Belange schauen, wenn wir auf unser Fleisch schauen. Was sagt unser Fleisch? Was ist überhaupt unser Fleisch? Unser Fleisch sind die alten Gewohnheiten, das sind unsere alten Fahrwasser, in denen wir noch sind, die wir jahrelang uns antrainiert haben. Und wie wir die auch jahrelang antrainiert haben, dauert es halt eine Zeit, bis wir da wieder rauskommen, bis uns der Herr da in die Heiligung führt. Aber wir können Jesus nicht nachfolgen, wenn wir uns immer noch von diesen Bequemlichkeiten, von unseren Gefühlen leiten lassen. Es wird nicht funktionieren. Wir werden an einem bestimmten Punkt, an eine Situation kommen, da erleidest du Schiffbruch. Da erleidest du Schiffbruch, wenn du immer noch darauf aus bist, mir soll es gut gehen. Mir soll es immer klasse gehen. Du wirst Schiffbruch damit erleiden. Und es ist nicht immer einfach. Das hat Jesus aber auch nicht gesagt, dass es immer einfach ist, ja? Aber wenn wir wirklich diese Selbstverleugnung leben wollen, dann hat es gravierende Auswirkungen auf unser privates Leben. Und der Jürgen, der wird jetzt jubeln, weil ein großer Bereich davon betrifft nämlich den Bereich Disziplin. Ja, ich weiß, es ist auch nicht der Bestseller-Bereich, den man gerne hört oder so, ne? Ist nicht eines der begehrtesten Themen. Aber es gibt ein Sprichwort, bei den Marines gibt es ein Sprichwort und es geht, jeder will in den Himmel, aber keiner möchte sterben. Ich sage, Robin will mit seinen Militärsprüchen hier. Ja, ich weiß, das ist kein Spruch aus der Bibel, aber ein Stückchen Wahrheit ist doch dahinter. Ja? Wir alle wollen in den Himmel, aber keiner möchte sterben. Was heißt das? Was bedeutet das im Konkreten? Ich will dir einfach mal ein Beispiel nennen, einfach eins, was leicht anschaubar ist. Manchmal, wir sehen so Leute, okay, die haben einen guten Körperbau, ne? Also die, so ein Bodybuilder, denkst du dir, das ist ein schöner Körper, so hätte ich auch gerne einen, so einen Körper, ne? Hätte ich gerne. So. Aber wir sehen nur das Ergebnis. Wir sehen nicht die Stunden an Training, die Stunden an sich selbst zu disziplinieren, eine gute Ernährung zu führen, die sehen wir nicht. Und dann kommen wir nämlich an den Punkt und dann heißt, ja,
Der hat es ja genetisch viel leichter als ich. Alles, was wir damit sagen wollen, ist, hätte ich die gleichen Umstände wie er, dann wäre ich genauso. Und wir suchen uns Ausreden. Geschwister, wir sehen große geistliche Männer, ja, oder Frauen. Und wir wollen sein wie diese Menschen. Aber wir sehen immer nur die Segnungen. Ja? Wir sehen immer nur die Früchte. Wir sehen aber nicht die Stunden, die diese Menschen ins Wort investieren, die Stunden, die diese Menschen ins Gebet investieren. Die sehen wir immer nicht. Und wenn jemand Konzertpianist werden will, dann ist es nicht so, dass der Mensch super begabt ist. Das spielt eine kleine Rolle. Wie heißt das Sprichwort? Übung macht den Meister. Stunden an Übung investiert dieser Mensch. Stunden an Übung und Übung und Übung und Übung und er wiederholt es wieder und wieder und wieder wiederholt das und wieder wiederholt das. Und komischerweise, die Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, die Bibel spricht manchmal davon, die Kinder der Welt sind schlauer als die Kinder des Reiches Gottes. Weil die manche Prinzipien besser verstehen, als wir es im Geistlichen verstehen. Und klar, ein durchtrainierter Körper, der ist nichts, ja. Irgendwann, der bringt dir gar nichts, ja. Das ist nichtig. Und auch, dass du gut Konzert, dass du gut Piano spielst, es bringt dir alles mal nichts in der Ewigkeit, ne. Aber das, was wir tun dürfen für den Herrn, das bringt uns ewige Schätze für den Himmel, die ewig bleiben werden, die uns niemand mehr nehmen kann. Klar. Und da fängt es an mit unserer Zeit morgen beim Herrn. Da fängt Selbstverleugnung schon an. Da fängt es an. Und ich predige da zu mir selber. Ja? Wie oft bleibe ich lieber noch liegen, als dass ich aufstehe und dann lieber eine Zeit mit dem Herrn habe, ja? Wie oft vernachlässigt man das, ne? Aber es funktioniert nun mal nicht ohne. Und Geschwister, versteht es nicht falsch, es geht hier nicht um Gesetzlichkeit. Es hat aber nichts zu tun, dass wir jetzt irgendwelche bestimmte Sachen tun müssen und dann passieren irgendwelche bestimmten Dinge. Das ganze geistige Leben basiert nur aus Gnade. Ja? Es funktioniert alles nur aus Gnade und nicht aus unseren Werken. Aber das geistliche Leben ist eine Kooperation zwischen Gott und uns. Und wenn wir unseren Teil nicht tun, dann kann der Herr seinen Teil auch nicht tun. Weil das, was wir tun, das ist ja nichts im Gegensatz zu dem, was der Herr tun kann. Was tun wir? Wir kommen, wir singen ihm Lieder, wir beten zu ihm, wir lesen sein Wort. Aber das Übernatürliche, die Kraftwirkung in unserem Herzen, das tut der Herr. So, es geht immer darum, dass er die Ehre kriegt. Ja? Oder auch andere Dinge, wie Gebet, wie zum Gebetskreis zu gehen. Wie zu einem Männerkreis zu gehen. Das sind Sachen, die brauchen Disziplin. Ja? Und die wiederhole ich. Und dann bete ich nochmal und ich bete nochmal und ich bete nochmal und ich bete nochmal und ich bete nochmal. Und manchmal sehe ich gar nichts, aber ich bete trotzdem weiter. Ja? Nicht wegen Gesetzlichkeit, sondern weil ich dem Herrn treu sein will. Es ist nicht ein Ich muss, sondern es ist ein Ich will. Ja? Du sagst, ja, ich habe keine Disziplin am Morgen. Du schaffst doch auch pünktlich zu deiner Arbeit zu kommen. Oder? Du schaffst es, ja. Und ich denke, jeder, der hier im Raum sitzt, schafft es oder pünktlich zur Schule. Das Problem ist nur, was passiert, wenn wir zu spät zur Arbeit kommen? Dann kriegt man einen Einlauf. So, ob wir ehrlich sind oder nicht, wir fürchten unseren Chef manchmal mehr als Gott. In der Früh. Was anderes zeigen unsere Taten eigentlich nicht, ne? So ist das alles aus Gnade. Ich spreche hier nicht von der Werksgerechtigkeit oder irgendwie sowas. Es ist alles aus Gnade. Das Wort auch sagt auch, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. In Johannes 3, Vers 27. Wir können uns nichts nehmen. Alles, was wir hier haben, mein Körper, alles, was ich habe, das habe ich vom Himmel bekommen. Also das Rühmen ist komplett ausgeschlossen. Es ist komplett ausgeschlossen, weil alles kommt vom Herrn. Ja? Alles kommt von dem Herrn. Und so kommt die Ehre immer wieder zu ihm zurück. Ja? Und ich, ja, wir sind die tollen Typen. Nein, wir haben gar nichts vollbracht. Das war alles der Herr. Das war alles der Herr. Ne? Aber Geschwister, es geht darum, manche Sachen, die machen keinen Spaß. Ja? Manche Sachen, da muss man sich dazu überwinden. Bevor
der Herr dieses wunderbare Werk in uns tut. Ja? Weil der neue Bund ist ja, dass er sein Wort in unsere Herzen schreibt. Und dass wir wollen, was er will. Ja? Das ist wahre Erlösung. Erlösung ist nicht so, wir kommen jetzt nicht in die Hölle und jetzt müssen wir uns das ganze Leben lang nur noch plagen irgendwie, weil wenn man in den Himmel kommen will, dann muss man halt doch mal einen sauren Apfel beißen jetzt hier auf der Erde. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass der Herr uns das, sein Wort auf unsere Herzen schreibt, damit wir das gerne tun, was wir tun sollen. Aber bis das passiert und damit der Herr sein Wort auf unsere Herzen schreiben kann, müssen wir kommen. Versteht ihr? Ist halt nur so eine Schlagseite, weil wir in Deutschland, so Luther, ja, der Mensch wird nicht aus Werken gerecht und Werke, danach ist ja egal, so in der Richtung. Aber Werke sind essentiell, damit wir geistlich vorankommen. Ohne die funktioniert es nicht. Und dazu braucht es Disziplin, jeden Morgen sich selbst zu verleugnen und nicht mehr zu sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja? Und jetzt lebe ich, und, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt in meinem sterblichen Körper hier noch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und selbst wenn wir dieses Wollen haben, selbst dieses Wollen, sagt das Wort, wirkt ja auch der Herr in uns. Aber selbst wenn du sagst, ich will Disziplin aufbringen, dann ist das ja auch schon ein Werk Gottes in uns. Du siehst es alles aus dem Herrn. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist wieder ein ganz anderes Geheimnis, was schwer zu verstehen ist. Aber das Wort sagt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Philipper 2, Vers 3, 13. Und das geistliche Leben, deswegen sagt es ja Jesus, funktioniert wie das Prinzip der Saat und der Ernte. Ja? Die Bibel sagt in Galater 6, Vers 8, oder es ist in Galater unter Jesus, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und das ist was Komisches. Sehen ist was Komisches. Ich investiere Zeit, ich investiere gute Dinge, streue den Samen, den guten Samen, der was kostet, und sehe den nie wieder. So, ich schmeiße den in die Erde, dreh um und ich sehe den nicht wieder. Wo ist all meine Zeit hin? Wo ist all meine Mühe hin? Ja, all das, was ich sehe, all die Zeit. Wo ist das hin? Also es ist irgendwie was Sonderbares. Und für Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, kommt es vielleicht auch träumerhaft rüber. Man glaubt an irgendwas, was eigentlich realitätsfern ist, weil ich sehe ja nichts. Ich sehe ja nichts. Ich sehe keine Ernte, wenn ich sehe. Und hier ist wieder Selbstverleugnung gefragt. Weil hier verleugne ich mich selbst und sage, nicht mir gehört meine Zeit, dir gehört meine Zeit. Ja? Und ich streue die und ich sehe. Auch wenn ich nichts sehe. Auch wenn ich nichts sehe, aber ich sehe. Das doofe zwei Wörter. Also wir verleugnen uns selbst und unterhalten anscheinend gar nichts dafür. So kommt es einfach mal vor, ne? Wenn man auf das Sichtbare sieht. Aber wenn wir auf den Geist sehen, indem wir unser Leben dem Herrn hingeben und nach seinem Willen leben und uns nach dem ausstrecken und da investieren, mehr und mehr und mehr und uns bemühen, zu seiner Ehre zu leben, dann werden wir nicht vergeblich sehen. Weil sein Wort sagt, wir werden davon ewiges Leben ernten. Ein ewiges Leben ist nicht, wie es sich anhört, okay, ich sterbe und dann habe ich ewiges Leben. Man muss das Wort nochmal umdrehen. Leben ewiglich. Das fängt jetzt schon an. Das, was du jetzt siehst, erntest du als Leben. Mit Leben gibt es ja verschiedene Arten von Leben. Ob ich jetzt atme, ob ich jetzt esse, das ist so ziemlich das niedrigste Art von Leben. Das Leben haben auch Hunde. Ja? Aber das höchste Leben ist das, was der Herr hat. Und das ist das ewige Leben, nicht das vergängliche, sondern das ewige Leben. Und das ernte ich dann dadurch. Und zwar nicht erst in der Ewigkeit, sondern hier auf dem Planeten. Leben ewiglich von jetzt an. Seit du mit Jesus gewandelt bist, hast du Leben ewiglich. Das hört nicht mehr auf.
So, unser Lohn, der wird ewig sein im Himmel dafür. Und hier dürfen wir schon ein bisschen was davon kosten, indem wir unserem Herrn freuen dürfen und in seiner Gemeinschaft leben dürfen. Und das, was wir sehen, das, was wir als Wort in unsere Herzen sehen, das wird zu Quellen werden, die dann auch zu anderen Menschen fließt. Was dann überfließt und was dann auch andere Menschen segnet. Und Jesus sagt danach, indem er sagt, verleugne dich selbst und folge mir nach. Das heißt, wir sollen dem Beispiel Jesu nachfolgen. So wie er das gelebt hat, so wie er das Leben gemacht hat, so sollen wir ihm nachfolgen. Und niemand verleugnete sich so sehr wie der Herr Jesus. Niemand verleugnete sich so sehr wie der Herr Jesus. Bei Jesus ist das majestätischste Wesen, was überhaupt existiert. Der Sohn Gottes, der selber Gott ist, der niemanden nötig hat, der von niemandem abhängig ist, der einfach nur herrlich, gerecht und wunderbar ist. Und nur ein bisschen was von seiner Gegenwart ist ein Privileg. Ja? Aber er hat, obwohl er diese Rechte besitzt, hat er sie nicht behalten, sondern hat sich selbst verleugnet und ist auf diesen Planeten gekommen, hat all seine Privilegien, all seine Vorrechte als Gott hat er abgegeben, ist auf diesem Planeten und ist am Kreuz für uns gestorben, hat sich kreuzigen lassen als ein Verbrecher. Er hielt nicht an seinen Rechten fest. Und jetzt ist die Frage, Selbstverleugnung, das hört so, ja, so selbstlos, selbstlose Taten halt einfach. Jemand schmeißt sich auf die Granate für seinen Kameraden. Sind wir alle wirklich so? Nee, eigentlich nicht. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zur Selbstverleugnung? Wie ist es möglich, dass ich ein Leben führe und nicht auf mich selber schaue, nicht auf das gucke, was jetzt gerade im Moment so ist? Wie ist es möglich? Schwester, es hört jetzt nicht auf, dass ich euch sage, ja, wir müssen uns jetzt selber verleugnen und irgendwie wie die Tropfen Wasser irgendwie in der Kurve immer rumlaufen. Vor der Selbstverleugnung kommt was ganz anderes und das versuche ich euch jetzt anhand des Wortes darzustellen. Und da schauen wir zusammen in Hebräer 12, Vers 1. Und da sagt das Wort: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. So, wir sollen Jesus nachfolgen. Das heißt, es funktioniert nicht anders, als Jesus uns das vorgemacht hat. Und bei dieser Botschaft geht es nicht darum, dass wir jetzt anfangen, äußerlich unser Äußeres zu verändern, dass wir jetzt irgendwie fromme Tätigkeiten an den Tag legen und irgendwie fromme Handlungsweisen irgendwie an den Tag legen. Aber Geschwister, genau das haben die Pharisäer drauf gehabt, wie aus dem FF. Das kommt die Tag und Nacht. Ja? Es geht nicht darum, dass wir jetzt christliche Taten an den Tag legen. Es geht nicht darum, dass wir fromme Taten an den Tag legen. Darum geht's nicht. Das gab es schon viel zu lange. Das Wort hat nämlich über die gesagt, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit, in Lukas 11, Vers 39. Das heißt, ihr Äußeres hatte den Schein von Gottseligkeit, aber ihr Inneres war voller Raub und Bosheit. Und darum geht's nicht. Es geht darum, die Gebote Gottes erfüllen zu wollen, von ganzem Herzen. Nicht äußerlich, nicht ich muss, sondern zu wollen, was der Vater will, in der Gewissheit und im Vertrauen, dass er mein liebevoller Vater ist und dass er nur das Beste für mich will. Das ist es. Sonst wird es keinen Sinn ergeben, dass am Anfang im Alten Testament drin steht, tut, was recht und gut ist in den Augen des Herrn, damit es euch gut geht. Der Herr gibt seine Gebote, damit es uns gut geht und damit seine Ehre bestehen bleibt. Und dann geht es noch weiter. Und damit ihr in das gute Land hineinkommt, was ich euch verheißen habe. Wir haben auch ein gutes Land, aber wir sind noch lange nicht in dem guten Land, was uns der Herr verheißen hat, wenn wir die Standards im Wort Gottes sehen.
So, es geht darum, von Herzen das tun zu wollen, was der Herr tut, was der Herr von uns will, was wir tun sollen. Und Errettung bedeutet eine neue Erweckung, eine Erweckung eines neuen Verlangens nach Gott. Ja? Eines Geschmacks nach Gott. Das bedeutet Errettung. So ein Geschmack, den wir davor noch nie gehabt haben, den wir jetzt das erste Mal geschmeckt haben. Sonst würde es keinen Sinn ergeben, dass das Wort so oft sagt, schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Psalm 34, Vers 9. Bei der Rettung oder bei dem, wenn wir umkehren, geht es nicht darum, es geht nicht um die Erschaffung von neuen Verpflichtungen, nicht nur um die Erschaffung von neuen Verpflichtungen, sondern um eine Erschaffung von neuer Freude. Es geht nicht nur darum, dass neue Taten und neue Aufgaben in uns erweckt werden, sondern dass wir neue Kostbarkeiten erhalten. Das ist Errettung. Und dann kommen wir an den Punkt, das Lied, was wir heute als allerletztes gesungen haben, die Wahrheit, dass Gott am allermeisten verehrt wird, wenn wir zutiefst zufrieden sind in ihm. Und das klingt erstmal befremdlich, aber ich will ja, wie gesagt, ich will dir das anhand des Wortes, dass mir der Heilige Geist Gnade gibt, aber ihr müsst auch mitdenken dann. Also es geht jetzt auch darum, dass ihr ein bisschen mitdenkt. Euch das versuchen zu erklären. Und nur durch ein Streben nach Freude in Gott ist es möglich, dass sowas passiert wie in Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Nur dadurch ist sowas möglich. Und Mose, der war der Sohn der Tochter des Pharao, das heißt, er hatte alles. Alles an Gütern, alles an Vornehmlichkeiten, was man sich nur vorstellen kann in der damaligen Zeit, das hatte Mose. Ja, alles. Aber er zog es vor, die Schmach des Christus mit seinem Volk zu leiden, weil er die Belohnung ansah. Genauso wie es über Jesus gesagt wurde, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande für nichts achtete. Wie der Psalmist sagt, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils, in Psalm 51, Vers 14, oder sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, Psalm 90, Vers 14. Nur wenn wir die Ausrichtung unseres Herzens auf die jetzigen Umstände, auf das, was jetzt im Moment ist, wie ich mich jetzt im Moment fühle, wenn ich meine Ausrichtung des Herzens verlagere und nach vorne schaue, auf die vor mir liegende Freude, ist es möglich, dass Jesus sowas fordert wie von uns wie, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. In Lukas 6, 22 bis 23. Oder ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. In Hebräer 10, Vers 34. Sie haben den Raub ihrer Güter als Freude erachtet. Die haben nicht gesagt, oh, jetzt fehlt uns das alles, sondern sie haben sich gefreut. Wie kann man sich in sowas, in so einem Moment freuen? Wie kann ich mich freuen, wenn Menschen mich hassen? Wie kann ich mich da freuen? Um der vor mir liegenden Freude willen. Weil diese Freude, von der wir jetzt hier reden, das ist keine Freude, die uns irgendwie, die jetzt so das i-Tüpfelchen auf unserem Christsein ist irgendwie, die es uns jetzt noch irgendwie schmackhaft macht oder irgendwie sowas, sondern das ist genau die Art von Freude, die uns dazu befähigt, in Selbstverleugnung dem Herrn nachzufolgen. Anders funktioniert es nicht. Und da möchte ich dir eine Frage vorlesen,
die mich auch sehr beschäftigt hat, die John Piper in seinem Buch stellt, und ich kann dir dieses Buch nur empfehlen. Das Buch heißt Wenn die Freude nicht mehr da ist. Ich glaube, 2 Exemplare vorne haben wir noch oder so. Da geht das ganze Buch nur auf diese Frage ein im Endeffekt. Und ich denke, dass das gerade für uns als westliche Welt so eine entscheidende Frage ist. Wie kann ich eine Freude in Christus erlangen, die so tief und so stark ist, dass sie mich von der Sklaverei westlicher Bequemlichkeit und Sicherheit befreit und mich zu Opfern der Barmherzigkeit und der Mission antreiben wird und mich im Angesicht eines Märtyrertods tragen wird? Und das ist genau das, was ich dir versucht habe zu sagen. Der Kampf um Freude ist kein Kampf, um unsere Kissen weicher zu machen, sondern der Kampf um Freude ist ein Kampf, ein Leben führen zu können in einer aufopfernden Liebe und Barmherzigkeit anderen gegenüber, indem ich mich selbst verleugne und dem Herrn nachfolge. Das ist genau diese Art von Freude. Es geht nicht darum, unsere Kissen weicher zu machen. Und weil es uns jetzt hier so toll geht, dass es uns noch besser geht. Es geht darum, dass es eine Freude ist, die uns herauslockt aus all unserer Sicherheit, die wir in Deutschland haben, aus all unserer Bequemlichkeit. Und Geschwister, lasst uns doch ehrlich sein. Mama, wir schauen uns diese Bibelstelle ein von diesem Jünger, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und dann sagt er, was ist es nötig, dass ich gerettet werde, ne? Also, behalte die Gebote des Herrn. Das habe ich mein ganzes Leben lang getan. Und dann sagt das Wort, und der Herr gewann ihn lieb. Und dann stellt er ihm eine Frage. Eine Sache fehlt dir noch. Geh hin und verkauf all deine Güter und schenk sie den Armen. Und dann wurde er sehr betrübt, dieser Jünger. Und ich bin mir sicher, dass es nicht die Intention war des Herrn, dass er sagt, geh hin und verkauf jetzt alles. Sondern diese Frage war da, um zu offenbaren, woran sein Herz wirklich hängt. Und oftmals, wir lesen das so und denken uns so, ja, der hing an seinem Ding. Ich weiß nicht, wäre es nicht geheuchelt zu sagen, ich hänge an hier gar nichts mehr. Wir wissen noch gar nicht, woran wir alles hängen. Erst wenn der Herr von uns dann fordert, was loszulassen, oder erst wenn wir in der Nachfolge Jesu etwas loslassen müssen von dem, was wir haben, dann merken wir doch erst, woran wir wirklich hängen. Und es ist meistens sehr viel außer der Herr. Aber es geht um diese Art von Freude, die uns da dazu ermöglicht, das alles loszulassen und was Größerem hinterher zu laufen. Was mehr Freude gibt, was mehr Erfüllung gibt, als alles, was diese westliche Welt und alles, was die Welt hier geben kann. Alles. Um diese Art von Freude geht's. Und um uns nochmal auf jetzt Hebräer 12 zu beziehen, da wo es von Jesus geheißen hat, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz für nichts achtete. Dass hier der Punkt ist, dass der Schlüssel zur Ausdauer in Angelegenheiten, wo wir aufopfernde Liebe brauchen, nicht unsere unbändige Willenskraft ist. Das wird es nie sein. Sondern, dass es die tiefe und unerschütterliche Zuversicht ist, dass das, was ich am Herrn geschmeckt habe in diesem Leben, dass mich diese Zuversicht im Tod nicht enttäuschen wird. Das Kleine, was ich hier schon geschmeckt habe, dass mich diese Freude im Tod nicht im Stich lassen wird. Und der Kampf um Freude ist deswegen ein Kampf, Jesus als das darzustellen, was er wirklich ist. Und lasst uns das ernst nehmen. Das klingt immer so, freut euch in dem Herrn. Ja, freut euch in dem Herrn. Das ist immer so ein schönes Gebot. Lasst uns die Forderung des Herrn, dass wir uns in ihm freuen sollen. Lasst uns das ernst nehmen. Wisst ihr, weil hier geht es nicht um was Neutrales. Hier geht es zum Beispiel, ob ich jetzt sage, ich mag oder ich habe Freude an Vanillepudding oder ich habe Freude an Schokoladenpudding. Das sind moralisch neutrale Tatsachen. Ich kann Schokoladenpudding mehr mögen als Vanillepudding. Und bin mir deswegen keiner Schuld bewusst.
weil es was komplett Neutrales ist, aber den Herrn nicht zu lieben und den Herrn nicht oder meine Erfüllung nicht in dem Herrn zu suchen, ist nicht neutral, also ist nicht moralisch neutral. Weil der Herr das Beste und das Höchste und das Schönste ist und ihn nicht zu lieben und ihn nicht als das darzustellen, was er wirklich ist und ihn so zu genießen, verletzt seinen Anspruch auf Ehre, die ihm gebührt. Ja. Die gebührt ihm, diese Ehre. Das heißt, wir haben einen Gott, der es uns zur Pflicht macht, in ihm glücklich zu sein. Das ist ein wunderbarer Gott. Er macht uns zur Aufgabe, in ihm glücklich zu sein. Also besser geht's ja nicht. Also ich meine, Gott hätte ja wirklich alles von uns fordern können. Aber dass er von uns fordert, dass wir einfach glücklich sein sollen in ihm. Weil wird dadurch nicht der wirkliche Wert von Jesus hochgehoben? Weil wir, ist es nicht Nachfolge? So wie es Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, was Martin Luther erkannt hat, dass Nachfolge nicht ist im Kloster, wo ich allen Einflüssen aus dem Weg gehe, damit ich nur noch den Herrn habe, ist Nachfolge nicht, ich habe alle Möglichkeiten, aber ich wähle den Herrn. Amen. So, ich habe alle Lüste dieser Welt vor mir liegen und ich wähle aber den Herrn, weil er das Beste ist, wird er nicht dann da verehrt? Amen. Wenn wir ihn genau dann wählen, also geht es im Kampf um Freude, ging es darum, den Herrn darzustellen als das, was er ist, der Allmächtige, der vollkommen Weise, der vollkommen Gerechte, der vollkommen Barmherzige und der vollkommen befriedigende Schatz des Universums. Das, was er wirklich ist. So, es geht hier nicht um irgendwie, wie gesagt, um so ein i-Tüpfelchen. Das ist am Herzen des Evangeliums, das Ganze. Und Jesus, als er gefragt wird, was ist das höchste Gebot? Was das erste Gebot ist, in Matthäus 22, Vers 36. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Es ist unsere höchste Aufgabe, ihn zu lieben. Ja? Und mit Liebe geht ja Freude einher. Wenn ich jemanden liebe, dann freut es mich, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Das ist die logische Schlussfolgerung. Das eine geht nicht ohne das andere. So, und was heißt es mit ganzer Seele? Was ist die Seele? Die Seele sind die Gefühle. Sind der Sitz unserer Gefühle, unserer Verlangen. Und oftmals denken wir, dass unser Verlangen nach Freude oder unser Verlangen nach Sättigung das Problem ist, was wir haben. So, oh, ich bin ja nur auf der Suche nach dem, was mir Spaß macht. Lass mir dir heute was anderes sagen. Der Mann C.S. Lewis, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, der hat die Meinung vertreten, unser Problem ist nicht, dass unser Verlangen so groß ist. Unser Problem ist, dass unser Verlangen zu klein ist. Nach Freude. Lass mich es erklären. Unser Verlangen nach wirklicher Freude wird schon durch das gesättigt, durch die Simpelheiten dieser Weltzeit, durch die Nichtigkeiten, werden wir erfüllt. Und es reicht uns schon. Mehr wollen wir dann schon gar nicht mehr. Mehr wollen wir nicht als Freude. Als einen schönen Beruf zu haben, als ein schönes Auto zu fahren oder irgendwie sowas. Mehr wollen wir gar nicht. Es ist schon okay, passt schon. Unser Problem ist nicht, dass unser Verlangen zu klein ist. Unser Problem ist, dass das Verlangen, was wir haben, nach den Dingen des Herrn, die er uns so viel in seinem Wort verheißt, zu klein sind. Wenn der Herr sagt, vor meinem Angesicht ist Freude die Fülle, ist mein Problem, dass mein Verlangen nach der Freude zu groß ist? Nee. Sondern eher mein Problem ist, dass mein Verlangen nach dieser Art von Freude doch viel zu klein ist. Ja? Und es ist meine Aufgabe, den Herrn auch mit meinen Gefühlen, auch mit meinen Verlangen zu ehren. Also ich nicht nur sage, Herr, ich liebe dich, ich suche dich, ich will niemand anderes als dich, sondern dass ich das mit meinen Gefühlen auch ausdrücke. Geschwister, Gefühle sind nicht ausschlaggebend. Ja? Gibt es einen schönen Spruch, 1 Gramm Glaube ist mehr wert als 10 Kilogramm Gefühl. Und es ist so. Ja? Aber ist in einer gesunden Liebesbeziehung, die geht doch nicht ohne Gefühle. Das geht doch nicht. Ne? Also in einer gesunden Beziehung werden Gefühle eine Rolle spielen zum Herrn. Und der Herr sagt, wir sollen ihn mit unserem Verstand lieben. Das heißt, indem wir die richtige Vorstellung von ihm haben. Wer ist er? Wer ist er? Was sagt sein Wort über ihn?
Ja? Und dass wir in unserem Verstand dann erfassen, wer ist er? Was sagt er in seinem Wort, wer er ist? Und ihn in unserem Verstand lieben. Also da fängt es ja an. Dass wir sehen, wer ist der Herr? Und da müssen wir aufpassen. Weil Jesus sagt nicht umsonst, was wird das Zeichen sein, bevor ich wiederkomme? Das Erste, was Jesus sagt, habt Acht, dass niemand euch verführt. Das ist das Erste, was Jesus komischerweise sagt dann. Ne? Weil es halt viele Jesus gibt, die verkündigt werden. Aber wer ist Jesus? Ja? Also wir lieben ihn, indem wir auch das richtige Verständnis über ihn haben. So, und wozu sind wir geschaffen? Was ist unsere letztendliche Berufung? Warum sind wir da? Was war mit Adam? Wofür war der da? Um mit Gott Beziehung zu haben. Dass Gott durch uns geehrt wird. Wir sind zu seiner Ehre geschaffen. Dass er geehrt wird. Ja? Und ist es nicht so, dass der Herr am allermeisten geehrt wird, wenn wir uns zutiefst freuen in ihm? Wenn wir dastehen und nur noch überwältigt sind von ihm und uns einfach nur in ihm hingeben wollen und sagen wollen, es könnte alles kommen. Ich will den Herrn. So ist es am Ende aller Tage. Wird so sein, dass der Herr sich uns zeigt, indem dass wir ihn sehen, werden wir uns freuen. In unserer Freude, also wir haben Freude, uns geht es super gut, in dem, was wir sehen. Und wir sehen ihn und beten ihn noch mehr an und dann zeigt er uns noch mal ein bisschen mehr und dann beten wir noch mal mehr an. Also es wird, man nennt das Ganze ja, machen wir so einen Teufelskreis, aber das ist dann eher was anderes, dann eher so ein Himmelskreis so. Also das steigert sich immer mehr. So, dafür sind wir am Ende aller Tage da. Denn hier den Engeln wird es doch auch nicht langweilig im Himmel, oder ne? Die sind da den ganzen Tag oben und denen fällt nichts anderes ein, als heilig zu rufen. Das wird ja schon ganz schön langweilig da oben, oder? Nee. Weil die da oben sind und das Beste genießen. Und ich weiß, vielleicht denkst du dir jetzt, was labert denn der da vorne? Was redet der davon, dass der Herr am meisten geehrt wird, wenn ich zutiefst zufrieden bin in ihm, indem ich meine Freude in ihm habe? Wäre ja, ist ja egoistisch, oder? Weil dann strebe ich ja nach meiner Freude. Ne? Ist das nicht ein bisschen egoistisch? Ich will dir die Bibelstelle zeigen, die das unterstützt, was ich gesagt habe. Philipper 1, was wir heute übrigens auch gesungen haben. Philipper 1, 20 bis 21. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass ich in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Und jetzt kommt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben mein Gewinn. Wie hängen die zwei Aussagen miteinander zusammen? Das sind eure Köpfe gefragt, ein bisschen mitdenken. Wie hängen die zwei Aussagen zusammen? Warum wird Jesus in Paulus Sterben hochgepriesen? Im Englischen wird sogar ein bisschen besser dargestellt, heißt magnified. Das heißt, also mehr geht nicht. Mehr an Ehre kann der Herr nicht kriegen. Also hochgepriesen, das ist so, ja, preisen nicht hoch irgendwie, aber das ist, dass der Herr, wie kann der Herr in Paulus Tod die meiste Ehre bekommen? Und Paulus erklärt, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben mein Gewinn. Das bedeutet, wenn Jesus in meinem Sterben als Gewinn angesehen wird, also wenn ich, egal was ich verliere, komme ich nur ein Stückchen näher zu Jesus, habe ich schon Gewinn und nicht Verlust. Dann wird Jesus am allermeisten hochgepriesen. Also wenn ich, egal was ich verliere, egal wo ich mich verleugne, wenn es mich etwas näher zu Christus bringt, ist es schon Gewinn. Dann wird Christus am allermeisten hochgepriesen. Da wird sein unendlicher Wert offenbar.
Weil es ist nicht normal. Und auf was wird diese Aussage gestützt? Was ist da der fehlende Teil irgendwo? Irgendwo hinkt das Ganze noch, ne? Oder wie kann das Ganze zusammenwirken? In Vers 23 steht da nämlich, denn ich werde von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Also es bedrängt ihm danach, bei Jesus zu sein, weil er weiß, bei Jesus zu sein ist besser als alles, was diese Welt mir geben kann. So meine Freude wird viel mehr sein, wenn ich jetzt sterbe. Dann ist meine Freude maximal. So. Und um diese Freude zu erreichen in Jesus, gebe ich mein Leben hin. Und ich verleugne mein Recht auf Leben, dass ich irgendwie ein Recht auf Leben hätte oder so. Und das ist der Grund, warum Paulus dann hinging in diese Stadt, das Wort zur Verkündigung, obwohl er wusste, da wird er sein Leben lassen in dieser Stadt. Ja? Weil er weiß, denn Christus ist für mich das Leben und Sterben ist für mich Gewinn. Also wenn ich sterbe, dann zeige ich, dann wird durch mein Leben, durch das, wie ich sterbe, wird der maximale Wert Christi offenbar. Und Jesus wird dadurch geehrt, wie Paulus stirbt, weil er sich als so begehrenswert offenbart. Und indem Paulus dieses Verständnis an Freude in Christus hat, Paulus sagt immer wieder, freut euch in dem Herrn und so, ne? Indem er das hat, das ermöglicht Paulus diesen Weg der Selbstverleugnung. Dass er sagt, ich erachte mich selbst als nichts und Christus als alles. Deswegen gebe ich das hin, nimm alles, wenn ich nur ein bisschen näher zu dir komme. Und das wird durch Aussagen von Missionaren unterstützt, die gefragt wurden, was hat es dich gekostet, alles aufzugeben in deinem Heimatland? Was hat es dich aufgegeben, alles für den Herrn hinzugeben? Und die sagen, ich habe nicht einen Preis bezahlt. Das, was ich von dem Herrn dafür zurückgegeben habe, kann man mit keinem Geld der Welt hier kaufen. Mit nichts kann man das kaufen hier. Deswegen geht es in dem, dass wir streben danach, uns in dem Herrn zu freuen, mit ihm unendlich glücklich zu sein. Geht es nicht darum, dass es uns jetzt hier besser geht, sondern Geschwister, lasst uns in andere Ecken der Erde schauen. In Afghanistan, ne, wo Christen dabei gefilmt werden, wo sie enthauptet werden, Geschwister von uns. Oder in China, wo Pastoren ins Gefängnis kommen, wenn sie das Wort verkündigen. Oder ganz zu schweigen von Nordkorea. Aber so weit ist es ja noch nicht weg. Auch in Deutschland gab es Verfolgung. Und wenn wir damals das Wort verkündigt hätten, wir wären ins KZ gekommen. Und es wird wieder auf uns zukommen, dass das, was Jesus in der Offenbarung zu der einen Gemeinde sagt, sei treu bis zum Tod, sagt Jesus. Sei treu bis zum Tod. Und Geschwister, ich glaube, es wäre geheuchelt zu sagen, dass wir das heute schon haben. Es wäre mit Sicherheit geheuchelt. Weil keine Ahnung, wozu wir überhaupt in der Lage sind ohne den Herrn. Und zu gar nichts in der Lage. Aber hier geht es um die Möglichkeit, in ihm die komplette Erfüllung zu suchen. Dass wenn ich in ihm mehr finde, als in allem, was das hier geben kann, dann werde ich bereit, um Christi Willen verfolgt zu werden. Weil ich weiß, nimm's hin. Ich weiß auch, dass mein Schatz bei ihm ist. So, kommen wir nochmal zurück auf die Frage, ist es egoistisch so zu denken? Ist es egoistisch so zu denken, okay Herr, ich komme jetzt zu dir, weil ich mich in dir unendlich freue. Dass das meine Motivlage ist, ich komme zum Herrn, um mich zu freuen. Und lass mir dir das Beispiel geben. Wenn jetzt ein Ehepaar da ist und der Mann sagt zur Frau, okay, wir haben Jahrestag, wir haben Hochzeitstag heute, ich gehe mit dir essen und ich will mit dir Zeit verbringen, weil es mich einfach nur glücklich macht, mit dir Zeit zu verbringen. Da wird doch keine Frau auf der Welt wird sagen, du bist so ein Egoist, du denkst immer nur an dein, dass es dir gut geht. Nee, das ergibt keinen Sinn. Warum ergibt es keinen Sinn? Das ist ja doof, dass ich euch das erklären muss, weil irgendwie in unserem Kopf, da gibt es mega Sinn.
Warum ist es denn egoistisch? Weil in dem, dass der Mann sagt, ich will mit dir die Zeit verbringen und in dir und in der Zeit mit dir glücklich sein, ja, und meine Befriedigung finden. Dadurch wird doch der Wert der Frau hochgehoben. Oder nicht? Damit wird doch der Wert der Frau dann bestätigt. Und er wird hochgehoben, indem dass er sagt, ich will mit dir diese Zeit verbringen. Und wie könnte es anders sein mit Gott? Wenn ich doch sage, ich will meine Zeit mit dir verbringen, weil ich bin allein glücklich bei dir, ja, dann wird der Herr dadurch hochgeschätzt. Weil wir so seine Schönheit, seine Liebe schätzen. Ja, und sein Wert dadurch verdeutlicht wird. Und er kriegt die Ehre. Er kriegt die Ehre dadurch. Ist das nicht wunderbar? Dass wir den Herrn die meiste Ehre geben, weil wir einfach glücklich sind in ihm? Also ich habe schlucken müssen, als ich so diese Lehre so, und ich habe mich auch mit Hartwig da ein bisschen drüber unterhalten, ne? Und Hartwig, der sagt immer, ja, liest John Piper, ne? Weil sonst, da verpasst er ganz viel. Und ich kann es auch nur bestätigen, weil das so dieser Denkansatz, den Paulus ja hier ganz klar vertritt, ja, ist das. Er wird am meisten geehrt, wenn wir zutiefst zufrieden sind in ihm. Und das ermöglicht uns zu einem Leben in Aufopferung, in Selbstverleugnung, indem wir unsere eigenen nicht mehr auf unsere eigenen Rechte beharren. Und so kommen wir zurück, wie war es beim Herrn Jesus? Wie war es beim Herrn Jesus? Und da wollen wir in Matthäus 26 schauen. Und das war gelebte Selbstverleugnung. 26 ab Vers 36. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und hier ist das, was gelebte Selbstverleugnung ist. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus beharrte nicht auf sein Recht als Gott. Er beharrte nicht darauf. Und wir, die wir Jesus nachfolgen, wir haben ja sowieso keine Rechte mehr. Der Herr ist uns nichts mehr schuldig, meine Lieben. Er ist uns nichts mehr schuldig. Paulus definiert sich sogar so, in Römer 1, Vers 1, Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes Evangelium bekannt zu machen. Er definiert sich als ein Sklave Christi. Ein Sklave ist jemand, der gehört seinem Herrn und hat keine eigenen Rechte. Ja? So, und das Einzige, was wir verdient hätten, wäre der Feuersee. Alles, was nicht der Feuersee ist, ist Gnade vom Herrn. So, wie wollen wir den Herrn verklagen? Wie wollen wir den Herrn verklagen in manchen Situationen? Ist es nicht sein Recht als Gott mit unserem Leben genau das zu tun, was er will? Singen wir das nicht immer wieder? Mein Leben gehört dir? Was meinen wir denn damit, wenn ich das? Und es ist Gnade vom Herrn, dass wir vor dem Herrn nicht mehr die Knechtesstellung haben, sondern die Sohnesstellung. Ja? Dass wir seine Kinder genannt werden. Dass wir aber lieber Vater sagen dürfen.
Das ist alles Gnade. Ja? Das hätten wir das einfordern dürfen vom Herrn? Hätten wir sagen können, jetzt erzähl mal aber deine Kinder? Wir hätten nichts davon einfordern dürfen. Es ist alles nur Gnade von ihm. So, es ist das Recht des Herrn, uns auf den Weg zu schicken, den er vorbereitet hat für uns. Es ist sein Recht. Und es klingt jetzt so, ja, das klingt jetzt wieder nach einem schwerlichen Weg. Nein, Geschwister, den Weg, den er für uns vorbereitet hat, es ist der beste Weg für unser Leben. Einen besseren Weg gibt es nicht. Das ist der perfekte Weg, der Herr hat für jeden von uns, die wir Auserwählte sind. Und zu seinem Volk gehören, hat er eine Berufung, in die er möchte, dass wir hineinkommen, weil wir da am effektivsten für ihn sind und am meisten Schätze für uns sammeln können im Himmel. Den perfekten Weg hat er für uns vorbereitet. Und ich möchte nur ein paar Beispiele aus der Bibel bringen. Zum Beispiel Josef. Ich denke mal, jeder von euch kennt die Geschichte von Josef, ne? Josef bekommt von dem Herrn, bekommt Träume, bekommt Prophezeiungen, was der Herr mit ihm machen will. Ja, dass er die Ehre ist und seine Brüder werden sich vor ihm verneigen. Und dann was passiert? Seine Brüder sind neidisch auf ihn und verkaufen ihn in die Sklaverei. Und wie viele Jahre hat es gedauert, bis Josef da war, was der Herr für ihn verheißen hat? Wie viele Jahre? Und hat Josef gegen den Herrn rebelliert? Hat er gesagt, das ist ungerecht? Hat er gesagt, das will ich aber nicht? Vielleicht kam das manchmal in ihm hoch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so war. Ne? Aber er vertraute dem Herrn von ganzem Herzen, auch wenn es wirklich nicht danach aussah, als würde irgendwann noch mal was Gutes mit seinem Leben passieren. Ja? Und dann ist er Sklave und dann wird er beim Potiphar eingesetzt und dann verleumdet ihn da diese Frau. Ne? Und dann kommt er nochmal in den Knast, wo es ihm doch da jetzt eigentlich schon gut ging. Dann kommt er nochmal in den Knast. Und dennoch, alles hat ihm zum Besten gedient, auch wenn es beim besten Willen nicht danach aussah. Und das zweite Beispiel, was ich dir bringen will, ist Hiob. Und ich glaube, es ist mal ganz gut, wenn wir das mal lesen. Kapitel 1, Vers 6. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes, also die Engel, vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beobachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus? Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen, da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte. Mit der Schärfe des Schwertes, ich aber bin entkommen nur allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, die Chaldäer haben drei Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen. Uns haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen und nur allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses,
sodass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben, ich aber bin entkommen und nur allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt, und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber würde es uns nicht auch reichen, wenn schon einer unserer Kinder sterben würde, um unseren ganzen Mut zu zerbrechen? Muss es Hiob nicht vorgekommen sein wie ein schlechter Scherz? Da kommt ein Bote rein, sagt ihm die erste Hiobsbotschaft, da kommt der nächste rein, erzählt gleich das nächste, kommt der nächste rein, sagt gleich nochmal das nächste und dann kommt der nächste rein und erzählt dir, dass alle deine Kinder jetzt tot sind. Und was tat Hiob? Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Der betete an. Geschwister, das funktioniert nicht ohne Selbstverleugnung. Und wir alle kennen die Geschichte von Hiob. Der Herr hat ihm auch noch, der Herr ließ es zu, dass der Satan ihm noch seine Gesundheit nahm. Und dann haderte Hiob schwer mit dem Herrn. Aber am Ende lief es für Hiob doch gut raus. Am Ende hat der Herr alles ihm wiederhergestellt, was Satan ihm hat rauben dürfen. Selbst in dieser Situation. Also in Josef und bei Hiob, das sah es beides mal nicht aus, als würde diese Geschichte ein gutes Ende nehmen. Machen wir uns nichts vor. Und es werden in deinem Leben werden Situationen kommen, die dein Herz dann offenbar machen werden. Und das nicht, weil der Herr dich verdammen will, sondern weil der Herr dich für Großes bestimmt hat. Und weil der Herr dein Herz läutern will und dein Herz reinigen will. Und er möchte dich ausrüsten und er möchte an dir arbeiten und dein Herz verändern. Und wenn man sich diese Leben anschaut von diesen zwei Menschen, ne, stellt man sich die Frage, worum geht es am Ende eigentlich wirklich? Ne? Und die erste Frage, die man sich dann irgendwas stellt, die man sich stellt, wenn einem selber was Schlimmes passiert oder wenn man selber in Situation ist, die man gerne anders hätte, ist die Frage, warum muss das mir passieren? Und es ist eine ehrliche Antwort. Das ist die ehrliche Frage, die man sich stellt. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Aber der Psalmist sagt im Psalm 34, Vers 20, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus all dem errettet ihn der Herr. Und manchmal treffen wir auf unserem Weg in Lebenssituationen, da gibt es keine Bibelstelle dafür. Da gibt es nicht, schau mal in irgendein Kapitel der Bibel rein, da steht die Antwort. Warum gibt es die nicht? Aber was für eine Bibelstelle hätte sich Hiob berufen müssen, um ihm das zu erklären, was jetzt da passiert gerade. Aber eine Sache hat mir der Herr auch noch für heute aufs Herz gelegt. Manchmal brauchen die Leute nicht, dass man ihnen das Wort predigt, sondern manchmal brauchen die Leute, dass du ihnen eine Predigt vorlebst. Und wenn sie dann sehen, dass du das lebst, was du behauptest, was du lebst, dann erscheint es glaubwürdig. Dann ist da Substanz dahinter, in dem Ganzen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass die Situationen, die jetzt noch in der Zukunft auf uns zukommen oder die schon waren, unseren Blick abwenden von Jesus.
und wegen dem Grund, warum wir überhaupt angefangen haben, Jesus nachzufolgen. Der Moment war, wo wir gesagt haben, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Die Situation dürfen uns nie dazu führen, dass wir das vergessen. Weil das Problem ist, am Anfang sind immer alle Feuer und Flamme für eine bestimmte Sache. Am Anfang brennen alle. Das Problem meistens ist das, dass die am Marathon am Anfang richtig schnell loslaufen, kommen am Ende dann meistens gar nicht im Ziel an. Weil der ganze Power schon weg ist. Aber die Frage ist, und es ist eine feste Tatsache, dass wir an einem Bild, dass wir in bestimmten Punkten in unserem Leben auf Dinge treffen werden, die unseren Grad an Hingabe und unseren Glauben testen werden. Ja? Und dann ist die Frage, die sich stellt, werde ich zu dem stehen, was ich immer behauptet habe, was ich lebe? Werde ich dazu stehen? Dann in der Situation, wenn das tolle Gefühl weg ist, wenn die ganze Aufregung weg ist, wenn die ganze Begeisterung verflogen ist, bin ich treu zu dem, was ich gesagt habe, was ich tun werde. Werde ich treu bleiben, weil ich dem treu bleiben, der alles für mich getan hat, auch wenn ich alles verliere und die Dinge anders laufen, als ich sie gern haben würde. Und wie oft singen wir, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Aber was ist, wenn genau das in deinem Leben passiert? Und ich will dir heute die Frage stellen, ja, die ich mir auch selber gestellt habe. Wir wissen immer, was wir tun müssen, wenn Gott zu manchen Sachen Ja sagt. Und wir wissen immer, was wir tun müssen, wenn der Herr uns segnet. Und wir wissen auch immer, was wir tun müssen, wenn unsere Gebete erhört werden. Aber was werden wir tun, wenn der Herr mal Nein sagt? Und machen wir uns nichts vor, es gibt Situationen, in denen beten wir, aber es ist nötig, dass der Herr Nein sagt. Aber ohne diese Tatsache gäbe es für uns kein Errettungswerk am Kreuz. Hätte der Herr nicht zu Jesus Nein gesagt im Garten Gethsemane, gäbe es für uns keine Errettung am Kreuz. Und du merkst, es funktioniert nur in einem Leben, in dem wir uns lernen, selbst zu verleugnen, ihm nachzufolgen und Gott von ganzem Herzen zu vertrauen, dass er uns nicht loslässt und es alles unter seiner Kontrolle ist, egal wie die Umstände ausschauen mögen. Und mein Anliegen für dich heute ist, glaub das, was Salomo sagt, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Weil wenn wir diese Burg haben, wenn wir auf diesem Fels feststehen, dass wir sagen können, du bist gut alle Zeit, dann kann der Feind toben, dann können Dinge zusammenbrechen, die uns noch so wichtig waren, aber wir wissen, der Herr ist gut alle Zeit. Auch wenn es manchmal nicht so ausschaut, auch wenn man sich wie Josef fühlt, auch wenn manche Dinge wegbrechen wie hier, wie bei Hiob. Und deswegen, Geschwister, lasst uns nicht auf das Fleisch säen, weil das würde unseren geistlichen Tod zur Folge haben, sondern lasst uns selbst verleugnen und jeden Tag aufs Neue auf den Geist sehen, indem wir den Willen des Herrn tun, der uns mit seinem Wort füllen, mehr und mehr im Gebet auch wachsen
Und lasst uns jeden Tag in heiliger Selbstverleugnung leben. Nicht als Menschen, die glauben, sie wären irgendwas Besonderes. Oder beziehungsweise zu glauben, dass meine Taten oder irgendwie sowas, dass unsere Taten schön ausschauen. Sondern dass wir von Herzen in heiliger Selbstverleugnung leben. Ja? Mit dem Blick gerichtet auf die unendliche Freude, die vor uns liegt. Und zwar das Hochzeitsmahl am Lamm. Und es ist schon bereitet. Und wenn wir lernen, das zu tun, wie Jesus uns das vorgemacht hat, es ist ja nicht ohne Grund direkt die dritte Sache, die wir beten sollen, dein Wille geschehe. Nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ohne das funktioniert es nicht. Aber wenn wir lernen, anzuerkennen, es ist dem Herrn sein Recht, mit meinem Leben zu tun, wie er will. Ich vertraue ihm, dass er nur das Beste für mich im Sinn hat. Und mich dann selbst verleugne, in der Gewissheit, dass da Freude auf uns wartet, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Von denen wir noch keine Ahnung haben, was da kommt. Schwester, wir haben noch keine Ahnung davon. Dann können wir den Weg siegreich gehen und dann wird es mehr, als dass wir singen, Jesus, du bist mein Leben und Sterben mein Gewinn, sondern dann wird das sichtbar in unserem Leben, dass Jesus mein Leben ist, dass Sterben mein Gewinn ist und dass mich hier nichts mehr hält, außer den Auftrag, den er mir noch gegeben hat. Das ist ein schönes Lied. Aber lass uns doch darum beten, dass das wirklich Realität in unserem Herzen ist. Amen. Vater, Herr, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, Herr. Vater, ich danke dir, dass du unser liebevoller Vater bist, Vater, Herr. Und dass du uns versprochen hast, Vater, Herr, ich lasse dich nicht im Stich, niemals wende ich mich von dir ab. Ich danke dir dafür, Vater, Herr, dass du uns nie im Stich lässt, Herr. Ich danke dir, dass du der ewig treue Gott bist, Vater, Herr. Und Vater, wir wollen deine Forderung nach Freude, wollen wir ernst nehmen, Vater, Herr. Wir wollen lernen, von dir alles zu nehmen, Vater Herr. Wir wollen lernen, in dir allein glücklich zu sein, Vater Herr. Damit dein Wert in unserem Leben sichtbar wird, Vater Herr. Vater, und wir wissen, wir haben kranke Herzen, Vater Herr. Unsere Herzen, die sind mit so vielen Nichtigkeiten zufrieden zu geben, Vater Herr. Und richten sich auf so viele andere Sachen, außer auf dich, Herr. Aber wir bitten dich um einfältige Herzen, Herr. Wir bitten dich, gib uns Herzen, die dich mehr lieben als unser eigenes Leben, Herr. Gib uns Herzen, ja, Herr, die allein an dir hängen, Vater, Herr. Die nur noch an dir hängen und an keinen materiellen Dingen mehr, an keine Sicherheiten mehr, Herr. Eise du uns los, Vater, Herr, von der Sklaverei der Bequemlichkeit, Herr. Eise du uns los von der Sklaverei, Vater, Herr, der Sicherheit, und des Materialismus, Vater, Herr, eise uns davon los, Vater, Herr, indem du uns Jesus zeigst, Herr. Zeige uns den unendlichen Wert Jesu, Herr. Und hilf uns, ein Leben zu führen, indem wir uns selbst verleugnen, Herr. Und dir nachfolgen, Jesus, Herr. Weil wir wissen, die Freude, die kommt, die wird groß sein. Halleluja, Jesus, Herr. Amen.